Braunschweig, Derby-Tor, Derby-Sieg, der perfekte Tag. Ja, so ein richtiges Idol hatte ich eigentlich nie, aber Didier Drogba war immer schon der, den ich angeschaut habe und fasziniert angeschaut habe. Familie, Freunde, ein Stück weit Erfolg und Spaß. Ich bin gar nicht so der Filmeschauer, ich schaue eher Serien. Jede Woche ein anderes. Essen bei meiner Frau. Ich denke, dann hätte ich mit meinem Abitur was angefangen, studiert und irgendwie einen anderen tollen Job erlernt.